Grüße Gott zu einer neuen Minutenpredigt am Sonntag. Im heutigen Evangelium hören wir über die Aussendung der Jünger. Jesus schickt seine 12 Apostel rundum in die Dörfer und Städte von Galiläa und von Judäa und gibt ihnen einen Auftrag. Sie sollen nämlich das Reich Gottes verkünden und in seinem Namen die Menschen heilen, böse Geister austreiben und wirklich verkünden, dass Gott jetzt in diese Welt auch wirklich einbricht, dass er etwas in dieser Welt verändert. So etwas war neu und so etwas ist ungewöhnlich. Immer dort, wo Gott tatsächlich erfahren wird, merken die Menschen zunächst einmal nicht, dass das Gott ist, sondern sie brauchen jemanden, der ihnen das erklärt. Deswegen schickt er die Jünger aus, die nicht selber er selbst sind, Gott sind, sondern die den Menschen verstehbar machen sollen, dass da Gott wirkt. Und das ist glaubwürdiger, wenn das nicht nur einer ist, sondern wenn da mindestens zwei sind, die helfen können, ja, das, was mit einem geschieht oder das, was in einem Leben geschieht, an Veränderungen, an Heilung, an positiver Änderung der Wirklichkeit dann auch erkennen zu können. Sein Augenmerk neu aufzurichten, einen anderen Fokus für das Leben zu bringen. Neben dieser Glaubwürdigkeit der Zeugen, die einem helfen, dass man etwas versteht, kommt es noch auf einen zweiten Aspekt an. Und auch darüber berichtet das Evangelium, nämlich wenn es heißt im Auftrag Jesu, wenn ihr in ein Haus kommt, dann bleibt genau dort und geht nur dann wieder weg, wenn ihr eure Arbeit erledigt habt. Wenn man das Reich Gottes verkündet, wenn man in dieser neuen Tätigkeit ist, braucht es auch eine Form von Beständigkeit. So ein Herumgestromere tut dem Reich Gottes und der Glaubwürdigkeit der Botschaft, dass Jesus sich wirklich und dass Gott sich wirklich um den Menschen kümmert, nicht wirklich gut. Deswegen sollte ein Pfarrer beispielsweise nicht nur ein, zwei Jahre in der Gemeinde sein, sondern durchaus mal 6, 8, 10 oder noch ein paar Jahre länger wirken können, weil nur auf diese Beständigkeit und die Kontinuität die Menschen dann auch merken, dass derjenige, der ihnen da irgendwas zu verkünden hat, es auch ehrlich meint und ernst meint. Deswegen hoffe ich noch einige Jahre bei Ihnen hier in Mering sein zu können und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sonntag und eine gute Woche.